Weiter geht's. Fortfahren. So. Während des Lied bin ich schnell das Glas entspannen und so weiter und so fort. Und ich eröffne das Feuer. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Rogue. Scheiße, Sie sehen Fischer. Ich verstehe nicht. Nein, du Rickhead. Okay, was machen wir? Bitte. Zum Rad! Ryder, wir müssen da runter. Na los, Bewegung. Jo, es geht los! Schnell! Willkommen! Neuer Schul! Ich bin verletzt! Er sieht uns! Wir verstehen Sie nicht! Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird's hässlich! Durchschaut! Was macht der andere Typ? Scheiße, Sie schlagen ihn! Hä? Was ist mit dem hier, oder was? Wie gesagt, ich hatte heute Nachmittag schon mal eine Runde gezockt. Deswegen bin ich hier schon ein bisschen vorangekommen. Oh, was ist denn jetzt? Okay. Das war's. Alles okay, Fischer? So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Wir hätten keine große Wahl. Wir wollten reden, aber sie wollten nicht zuhören. Was blieb uns übrig? Nope. Sie haben mein Leben gerettet. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollen. So wie sie sie behandelt haben, Blutproben, würde ich sagen. Okay. Ich hatte gehofft, es läuft besser. Wir sind hier die Aliens. Naja, eigentlich sind wir für die anderen jetzt Aliens, stimmt. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Kein Ding. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, mein Bein! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Weitere Mitglieder des Pfadfinder-Teams. Oder Badfinder, wie auch immer. Teams finden optimal die Duden Aliens scannen, optimal das Shuttle Rock nach Vorräten durchsuchen. Moment mal. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Karte, Optionen. Was ist das denn hier alles? Hey, L2 und zack und oh, da geht's richtig zur Sache hier. Wieder austoben hier. Das sind hier.
Kabinat 7, Planetoberfläche, planetare Realität. Ach, du meine Güte. So viel. Und hier mal einen unbekannten Ort. Ah, okay. Ja, wunderbar. Ich habe hier keinen Kontakt zu CERN, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Ich auch sagen. Oh, was ist jetzt schon wieder? Ach so, hier dieses komische Ding hier. Was ist denn mit seinem Bein jetzt hier? Was ist denn jetzt schon wieder hier, Leute? Ich weiß nicht, was jetzt ist. Moment nochmal, Shuttle scannen. Stand doch dort, ne? Irgendwas. Bei seinem Freund hier ist es dasselbe. Okay. Moment, da ist aber auch noch irgendwas. Öffnen. Schild. Ja, wir nehmen alles mit. Muss das mal klotzen hier, muss vielleicht näher ans Shuttle. Ja, das kann alles sein. Weitere Mitglieder des... Nee, habe ich erledigt. Ich muss nur noch weitere Mitglieder des Dingsbums finden. Aber hier mit dem Ding weiß ich immer nicht, was sie wollen von mir. Ich habe eigentlich ja, na gut, vielleicht habe ich das jetzt auch gemacht, keine Ahnung. Nee, ist nix. Aber Leute, gehen wir hier weiter zu diesen Punkt da lang, ne? Hier so. Oder? Würde ich sagen, ne? Aua. Kommt ihr mit oder was ist mit euch? Na gut, der eine ist ja verletzt, ne? Was machen wir denn mit ihm, wenn er verletzt ist? Bleibt er jetzt da liegen oder was? Er bleibt da liegen, war wie scheint. Lassen wir ihn einfach liegen, ne? Tack. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Gut. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Das ja, ist nicht. Aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch... Hören Sie das? Die roten Punkte da oben sind Feinde, wa? Oh, hier. L1. Ach, hier. Hoppla. Sie haben ihn erschossen. Ne Scheiße, wieso das denn? Schalten wir sie aus. Bin direkt hinter ihnen. Wenn sie einen Kampf wollen, können sie ihn haben. In Jump? Einer ist da noch. Deckung. Na komm. Jo, hätten wir. Hätten wir, wa? Das war der letzte. Gott sei Dank. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Gott es geschafft? Können wir noch mal kurz zurückschauen? Ich will noch mal... Oben hoch. Was ist denn jetzt schon wieder hier, Leute? Meine Güte, ich will noch mal eben zurückschauen. Zu diesem, Munitionsbug.
ob da jetzt ich vielleicht was mitnehmen kann. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. ...15 von 45. Wo war denn das gelegen hier? Ach, hier vorne. Ah ja, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Jetzt stand sie auch da, ne? Perfekt, hey, perfekt. Komme. Komme. Ist denn hier los? So, hier waren wir ja gerade, ne? Jetzt haben sie den aber erschossen, ne? Eigentlich hätte ich ihn noch retten können, oder nicht? Was sind das hier für Zeug hier? Was ist denn jetzt? Unbekannte Technologie. Aha, aha. Na, na, na. Weil was das ist hier, was Zeug, hä? Na, 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 na. Optimale nach Gürkland sehen. Oder? Alles nehmen. Schrotflinten und irgend so ein Zeugs hier. Nehmen wir alles mit. Geht denn da am Himmel dauernd? Was ich mal fragen muss, warte mal, blablabla. Schildkondensator, okay. Wie sehe ich denn eigentlich, was ich im Inventar so habe? Ach, hier unten. Okay. So. Unbekannte Welten hier auf alle Fälle. Der Arme. Keine Vitalzeichen. Hätte ich vielleicht nicht geschossen. Kaltblütig ermordet sich ergeben. Wieso haben sie ihn getötet? Hätte es vielleicht geklappt, oder man weiß es nicht. Wie anders mit ihnen umgehen, wenn sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Okay. Waffenrohr aufrufen. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Weitere Mitglieder finden. Optimale Green finden. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Ja, ja, die ist wirklich unglaublich, diese Architektur. Da hast du wohl recht. Was auch immer es ist. Es ist unglaublich. Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt.
Jetzt du das Ding da oben wieder halb rumschießen. So, warte mal, jetzt sind wir hier so ein Punkt. Was war das mit der Karte gewesen hier? Ah. Alien-Bauwerk. Ah. Planetare Realität. Realität. Könnte ich jetzt hier das so markieren? Ah ja, perfekt. Hm? Habe ich das Thema gesehen jetzt hier? Aber was ist das jetzt hier von Strahl nach oben, ne? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Hm. Kann man die Karte einfacher A aufrufen? Wartet mal. Bin auf dem Weg! Voila. Nee, kann man nicht. Muss ich doch jedes Mal ins Menü hinein? Und dann dahin wandern oder was? Das ist doch, hä? Das ist doch aber. Das ist doch wieder. Na gut, da haben wir jetzt den Punkt erreicht. Da gehen wir jetzt zum nächsten Punkt, oder was? Na, machen wir es mal zum nächsten Punkt, genau. Na guck mal, hier ist auch irgendwann ein Geschmarri, ne? Funktion unbekannt. Sam ist normal offline. Ah ja, okay. Leute. Nee, ich glaube, ich muss so lang gehen. Oder? Soll ich vielleicht hier irgendwas aufmachen? Haben wir das jetzt schon gescannt hier? Waren wir doch schon. Ne, richtig. Der Vorteil ist, dass du auf der Karte auf Menü aufrufen musst und spielst, solange es pausiert. Ach, der Vorteil. Okay. Guck mal, er ist auch nicht mitgegangen jetzt. Was will er denn hier? Ich meine...
Ich glaube, wir müssen mal hier lang gehen, oder? Da hittet sich ja hier nichts an diesen Dingern gerade hier. Alien-Bauwerk, das sind alles Alien-Bauwerke. Das ist Shuttle Better Jack oder Heck. Alien-Bauwerk, hier ist Shuttle, genau. Gehe ich jetzt mal daher. Da müssen wir da lang, wa? Oh, heide, nein! Oder muss ich vielleicht irgendwie hier hoch vielleicht? Kann auch sein. Sieht schon aus, wie als wäre es hier eine Türe, ne? Aber irgendwie... Da tut sich ja hier nichts. Warte mal, wo muss ich jetzt lang? Ich hab das doch jetzt markiert. Leute! Ah, jetzt ist wieder markiert, okay. Ich guck mal gucken, ob ich mal irgendwie hier langkomme, ne? Aber da kommen wir ja her eigentlich, ne? Hm. Optimal Gray finden. Ja, ich glaube mal, ich muss da lang gehen. Sieht echt ziemlich gut aus. Ja, ja, das passt. Aber gar nicht so einfach hier, ne? Aber das passt. Also ich finde es auch viel besser als die anderen Teile hier. Auch wenn ich die anderen Teile gespielt habe. Das ist nicht so schlimm. Ich habe die allen nur ein bisschen gespielt. Aber nie bis zu Ende, ne? Ich mach da nichts. Wir müssen hier irgendwie mal lang. In der Mitte. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen. Da drüben. Wo denn? Wo denn? Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Sie kennen Signalraketen. Aber wenn du siehst, dann ist er gut. Scheiße, haben Sie das gehört? Ja. Ja. Leider. Was zum Teufel ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Ding? Okay, es ist tot. Was auch immer es war. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow. Dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Biologisch. Kommt es mir immer irgendwie das... irgendwas entgegengeschossen hier? Irgendwie das Zeug hier. Ja, grafisch echt geil, ne? Aber alle alten Teile auf gut durch. Ah, okay. Was hat er gesagt? Ist voraus? Ich hab's nicht gehört. Hier, was ist denn das? Hier vorne? Haben wir da Munition oder irgendwas? Wartet mal. Das ist die andere Hälfte unseres Shuttles. Ah, okay. Wahnsinn. Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Ja. Noch sind wir nicht von dem Planeten runter. Hm. Nee, ich habe sie leider nicht alle komplett durchgespielt. Bewegung in unserem Bereich. Bewegung. Das ist ein Hinterhalt. Oh, verdammt, sie haben uns überrascht. Wo denn?
Hier. Achtung, da ist eins dieser Tiere. Auf Tarnung ja. Achten. Wo noch? Hilfe, Hilfe. Ah, hinter mir. Wir lassen uns keine Wahl. Hilfe, Hilfe, hinter mir, ey, hinter Sie mir. Wollen uns einkesseln. Position 6 Uhr sicher. Und 2 Uhr und 8. 6 Uhr, 2 Uhr, Leute. Da wärst jetzt tot, Arschloch. Geht mit dem. Aber hier war noch was, oder? Hier irgendwo. Genau, den haben wir. Den haben wir, den haben wir. Na also, wir haben sie alle erwischt. Überreste Kreo-Munition. Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Danke. Naja, ich hatte früher den einen oder anderen Kampf gegen Piraten. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Vielleicht sollten wir nachsehen, ob es hier irgendwas... Schot finden. Verschluss. Nützliches gibt. Ah jo, die Teile wäre ich auch noch bei Gelegenheit mal spielen, aber im Moment hat mich das irgendwie gereizt. Sag ich mal so. Und weiter geht's. Ein bisschen da lang, ne? Oder? Da lang müssen wir. Was ist denn da noch? Da ist auch noch irgendwas. Hopp. Aber hier mal gar nichts machen an 95 Metern. Bitte hier, ey. Nee, da muss ich mal wahrscheinlich außenrum. Hei, nein, vom Blitzen umgeben hier, Leute. Mal hier vorgucken, wa? Naja, hier wirst du wahrscheinlich irgendwann einmal hingehen. Bei dem anderen Ding komme ich ja gerade nicht hin, ne? Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Slipse, genau hey. Wie allem anderen auf dem Planeten. Betsy, Betsy. Jo. Entschuldigung. Naja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Nee, glaube ich auch nicht. Zoomer, Teil 2. Ja, hier lebt niemand. Welchem Zweck dient es dann? Es sieht nicht aus wie die anderen Strukturen. Das Design ist anders. Wer war denn letztes sicher hier? Es muss doch einen Weg geben, das Licht einzuschalten. Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Da unten ist irgendwie das
Munitionszeugs wieder. Also ich glaube nur, dass wir hier lesen. Das wird nicht. Ist hier komischer. Ne, ich will es jetzt nicht wissen. Hoppala. Da haben wir schon mal ein Schrotflinten-Nahkampfzeugs, irgendwas. Vielleicht kann man hier unten das Licht anschalten. Ne, warte mal. Ja, alles dabei, ne, sag ich mal. Hier ist auch noch irgendwas. Alles dabei. Hier. Können wir das Licht anmachen. Was soll das alles? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht immer so Zeug. Das ist eine merkwürdige Alien-Maschine. Ach was. Es gibt nur einen Weg mehr herauszufinden. Sie wollen sie doch nicht etwa anschalten. Doch, ich werde es schon mal machen müssen. Was machen Sie da, Ryder? Verdammt! Das bedeutet nichts Gutes. Doch, guck mal, es wird hell. Die merkwürdige Alien-Maschine ist also ein Generator. Ja, klar, warum auch nicht? Vielleicht hat er irgendwas gemacht. Was ist das jetzt hier? Kommt jetzt was raus? Sieht aus wie so eine Kammer, ne? Hm. Das ist nix. Wow. Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Tja, toll. Sogar die Gerätschaften wollen uns erledigen. Cool. Was wird das? Dieselbe Sprache wie die Aliens. Was so. Er sagt? Was wahrscheinlich so tötet alle Menschen. So ein Trick. So eine Dingskiste. Also so ein Audiolog. Mist. Okay. Was auch immer wir aktiviert haben. Ich weiß es nicht, Leute. Na, manchmal will man es halt wissen, ne? Hey, die Tür hat sich geöffnet. Welche denn? Hä? Was ist das denn so? Was hat sich geöffnet? War doch vorher schon offen, ne? Oder nicht? Moment mal, können wir doch mal hier oben gucken? Schon interessant, ne? Ja, so ein bisschen. Mensch, ich wollte mal gucken hier, da drücken. Na egal, das zeigt es mal an. Jo, hier waren wir ja hier schon, ne? Kann man hier doch wieder rausgehen. Gut, die Tür hat sich geöffnet. Guck mal, was er gemeint hat jetzt von der Türe. Ah, müssen wir mal schauen hier, ne? Was hat denn? Die Tür meint er, glaube ich. Das ist eine Art Forschungslabor? Möglich. Und dann hat es ein Tornado erwischt. Hm.
Okay. Poesie klingt anders, was? Hat man eigentlich hier... Uwela. Komische Geräusche hier. Hat man eigentlich hier unbegrenzt Inventarplatz? Oder wie ist denn das? Ach, hier steht 16 von 100. Okay. 16 von 100. Was machen wir denn mit dem Zeug dann? Mal gucken, wa? So, gucken wir mal hier weiter. Irgendwas habe ich jetzt gehört hier. Es klang nicht gerade so... erfreulich, sag ich mal. Was auch immer das hier ist. Den Scans zufolge ist es alt. Jahrhunderte alt. Ich wünschte, wir hätten Sam. Ich glaube, es ist älter als dieses Labor und die Ausrüstung. Dann haben die Aliens es vielleicht weiter drin gefunden. Wie ein Artefakt. Ah! Vorsicht! Was denn? Angepisst? Also jetzt auch noch Killer-Roboter? Angepisst. Den Geth zu Hause wird es hier gefahren. Merkwürdig. Hören Sie das? Nee. Sieht aus, als wollten Sie einen Tunnel graben. Hat wohl nicht ganz geklappt. Hä? Ich höre nix. Wo ist der denn jetzt hergekommen? Auf der anderen Seite der Tür ist jede Menge Energie. Okay. Sie ist vielleicht nicht umsonst geschlossen. Denke ich aber. Diese Typen haben hier rumgestochert, anstatt die Finger davon zu lassen. Na du, nicht immer weiter, ne? Ich meine, hier geht's ja nicht weiter, oder? Würde ich meinen. Besser mal lassen zu die Tür. Achso, das ist nur Schuppen. Achso, so mache ich einen Vorsprung und bei dem anderen Wegsprung. Ah, okay. Okay. Haben wir das schon mal gescannt hier? Ja, das hatten wir jetzt, glaube ich, schon gescannt, oder? Ach nee, es ist nicht zum Scannen, okay. Irgendwelche Theorien, Aufklärungsexperte? Es gibt auf diesem Planeten irgendeine Technologie. Sehr alt. Unterirdisch. Und diese Aliens sind daran interessiert. So wie Archäologen? Ja, blutrünstige Archäologen. Gehen wir wieder in die Blitze hinaus, hä? Liebe Blitze, ich liebe Blitze, Leute. Aliengebäude. So, wir sind eigentlich schon richtig auf dem Weg hier nach oben. Jawohl, hier unten das, warte mal. Okay. Hier, werden wir mal bestimmt aus Versehen wir hinkommen. Was sind das Geräusche? Mal wieder mal.
Ah nee, das gehört. Gehört zum Game, gut. Das Wetter ist immer noch schlecht. Oh, 1000 Feinde hier, Leute. 1000 Feinde hier. Aber Achtung, massig. Sie haben auf uns gewartet. Das ist doch gut, verdammt. Gell? Uiuiuiui. Sie haben einen funktionierenden Blitzableiter. Blitzableiter haben sie, okay. Verfolgen diese Dinger uns? Fühlt sich langsam so an. Ja, fühlt sich so an, ne? Wie? Da! Das war der letzte. Ach so, okay. Wir sollten nicht warten, bis noch mehr kommen. Ja, ich geh jetzt auch weiter, weil klingt ja nichts hier. Geh da lang, hä? Da lang ging's ja nicht. Oder, oh, Leute, Leute. Oder gucken wir noch mal, ob es da lang geht. Ich weiß es nicht. Lass es da mal probieren. Komme ich aber nicht hoch. Oh doch, jetzt bin ich oben. Ein Weg nach unten, rechte Seite. Hören Sie das? Ja, oh. Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Ein Muster. Und Feinde sind auch schon wieder hier irgendwo. Ich hab das doch gesehen eben. Hier irgendwo, hier. Sie haben ihn. Wir kommen in Frieden. Wir brauchen Hilfe. Unser Schiff ist abgestürzt und... Was bedeutet das? Wer ist denn jetzt hier wer? Das ist immer... Schwer zu sagen halt, ne? Okay. Lebt die jetzt noch? Ah, endlich mal. Kein erschossen hier. Gott sei Dank. Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorräten um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Na, bis was wird, Leute? Vorreden soll ich suchen. Ich finde hier keine Vorrede, Leute. Okay, da haben wir jetzt noch jemand gefunden. Das ist cool. Vorrede gibt's hier nicht. So. Jetzt gehen wir hier weiter, ne? Bis auf Leute, hier ist Giftzeugs. Jetzt geht's da lang. Hier muss ich aber sagen, ist diese Questverfolgung ganz gut. Bei den anderen blicke ich manchmal nicht so genau durch, wo ich langlaufen soll. Gehen wir da lang. Oh, Moment. Oh, nicht hier, nicht hier entlang, genau. Scheiße, die Wolke hier oben, ey. Eidenei, oder? Warte mal, hier geht's nicht lang. Nee, Moment mal.
Da lang müssen wir gehen, da lang. Ja, nee. Da geht's weit runter. Da geht's weit runter. Nein, da gehen wir nicht lang. Willkommen alle neuen Zuschauer. Hey, der Nein wird ja scharf geschossen wieder. Scharf geblitzt wird hier. Empfängt mich jemand. Oh. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Toll. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Wir kommen. Der Nachtpunkt ist markiert. Oh, willkommen. Was ist denn jetzt? Los, greifen wir an! Seeken hier. Hier stecken sich die Säcke. Aber da leben noch ein paar. Cora, wir sind da. Sie versuchen uns festzunageln. Und sie machen das ziemlich gut. Erledigen Sie sie, Ryder. Bin schon dabei. Da ist Platz. Suchen Sie sich Ihre Ziele. Davon gibt sie mehr als genug. Bin dabei. Ich hab einen erwischt. Boss. Sowas. Hoppala. Stufenabstieg. Sie haben Stufe 2 erreicht. Ja, Wahnsinn. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Optionen. Moment mal. Stufenaufstieg. Ihr Trupp ist eine Stufe aufgestiegen. Verbessern Sie. Ach, das habe ich jetzt gelesen. Statt Biotik, Erotik. Pfff. Ei. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich mach mal automatischen Stufenaufstieg. Gruppe wählen. Ach, du meine Güte. Oh. Gut. Bitte klar gehen, ne? So, jetzt haben wir hier, Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Genauso. Ganz genauso war's bei mir so. Jetzt gucken wir mal hier. Okay, dann wollen wir... Na gut, okay, dann... gehen wir mal weiter. Nee, auch noch das. Wo denn? Ach, du Scheiße. Ach, du Heiliger. Scheiße. Schnell, wohin denn jetzt hier? Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Das kommt wohl hin, Schüssel. Nein, nicht wollen. Ha! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Oh, Gott sei Dank.
sie es einfach! Achtung! Da kommt noch ein Shuttle! Oh, Arnoch! Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Ja, ich denke ich auch mal. Schön wär's! Die könnten sich irgendwie tarnen! Sie verarschen mich doch! Oh, Scheiße, ey. Melden Sie sich! Ich bin hier! Ich lebe! Ach, oh, du meine Güte, was ist hier los? Noch! Hier! Anwesend! Oh, sorry. Wo ist das denn hier, ey? Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier! Ich ahne immer, macht nichts raus. Es sind zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Genau, wir schaffen das, Sucker! Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft! Au, verdammte Schrapnell! Schrapnell! Das kann mich ja nochmal aus, dass diesen scheiß Schutzschild. Oh, wie war denn das? Ach, jetzt habe ich es endlich. Jetzt habe ich es. Gott sei Dank haben wir es jetzt, glaube ich, oder? Jetzt. Ich weiß, aber sie haben Kirkland getötet. Wut ist gut, jawohl, beruhigen Sie sich. Ich verstehe Sie, ja, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet, aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt. Gibt's wieder ein Shuttle oder was? Oder was ist jetzt? Blitz. Oh, das war gut. Ich wusste nicht, dass sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? QVK Link eingerichtet. Bestätige es, Gott. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir gehen zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Wir müssen das Risiko eingehen. Unsere Verletzten brauchen Hilfe. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nav-Punkt auf Ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Moment mal. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Nav-Punkt ist er dort ganz in der Nähe.
Kleinen Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiv. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Andromeda ist. Na gut, da wollen wir mal losziehen. Ziehen. Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn finden. Ja, ich bin ja gerade unterwegs. Wir müssen den Pathfinder finden. Und zwar schnell. Pathfinder, ich komme. Moment mal, da lang. Kommen die mit hier oder was? Ah ja, das scheint gut auszuschauen, ne? Sieht gut aus. Hm? Alter Verwalter. Was geht hier denn ab, hey? Warte mal, da lang oder da lang? Wir haben nicht viel Zeit. L2, halten Sie L2 in der Luft. Ach so, Moment mal. Ich komme voran, ich komme voran. Und tschüss. Was, Warnung, Sie verlassen das Missionsgebiet. Gar nicht wahr, mache ich gar nicht. Wie soll ich hier langkommen? So, Mann, was willst du denn mit schweben, hey? Diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Die Stangen hier? Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Ah, an der Wand. Wand ist gut. Oh fuck, hier ist alles voller Blitze, ja, das stimmt. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein hier. Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Hallo, kriegt ihr mal die Türe auf hier? Nö, ne? Diese Stangen waren eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Wir sind nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Ach, da sind wir ja. Okay. Sir. Kopf runter. Haben wir ja bald alle beisammen hier, ha? Oh, alter Verwalter, hä? Oh, oh. Bim. Wer sind diese Kerle? Besucher wie wir. Ich denke nicht, dass dies ihr Heimatplanet ist. Hm. Ja, da war ein verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Aha. Du hast tatsächlich was erkundet. Dafür wurde ich ausgebildet. Berechtigt. Überrascht dich das? Nein, aber was jemand wirklich drauf hat, zeigt sich erst, wenn alles schief läuft. So wie bei dieser Mission. Sir, Sie sagten, Sie hätten eine Idee wegen des Wetters. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Wenn wir also da reinkommen und ihn abschalten können, verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Und wenn wir uns irren? Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Was, wenn wir uns irren? Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Aha. Okay, so betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Mhm. Ui!
sauber. Geil gemacht, oder? Finde ich gut. Sauber, ey, sauber. Los geht's! Ich bin direkt hinter Ihnen. Zu der Struktur. Sam, lade Kampfprofil. Da kommen Sie! Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht vor dem Blitzen! Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Nee, hast recht. Was ist das für ein Gebäude? Das läuft ja echt beschissen! Oh ja, das stimmt. Die kommen aus allen Ecken gekrochen! Los, los, los! Meine Güte. Bleiben Sie zusammen! Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden! Nein! Na los, Gott! Beweg dich! Mensch, komm ja schon! Warte mal, ich komme. Blut zerlegen. Will ich ja gar nicht. Dem Feind oder bist du gut? Ach, bist du gut. Okay. Gott, was ist denn hier los? Der Pfadfinder oder wie immer der ist. Na, hier geht's ab, Leute. Hier geht's ab hier. Meine Güte, meine Güte. Sam, Bioverstärker Interface. Was meinst du? Wie hätten sie gern? Was will er denn? Was will er denn? Bio? Moment mal, was haben wir denn hier? Nee, ich bleibe jetzt hier bei mir. Oder warte mal, Brandmunition? Schild? Ich bin hier! Bleiben Sie in Bewegung! Lassen Sie sich von Ihnen nicht festnageln! Nein, nicht nageln lassen! Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Sie dürfen uns nicht einholen. Ich hat er das alles? Er ist wie eine Maschine. Keine Ahnung, aber es funktioniert. Wir sind halt eine Maschine. Okay, wir schaffen das. Es ist nicht mehr weit. Wo müssen wir hin? Bis ganz nach oben! Und was dann? Das wissen wir, wenn wir da sind!
getan. Jetzt. Bereit! Wir gehen bereit. Da rein! Oh. Oh ja. Oh, der hätte mich beinahe gegrillt. Moment mal, die Waffe ist doch aber Mist. Wir müssen weiter. Wenn wir zurückfallen, sind wir tot. Ja, wir rollen nicht zurück. Scheiße, die sind echt gute Schützen. Willis, wir sind doch schon drin, Mann. Was willst du denn noch? Herrlich, ich kenn mich bei, Mann. Ein Action hier, hey. So, Leute, ein paar Minuten noch, dann werden wir trotzdem langsam mal ins Bett gehen müssen, ne? Schade halt, ne? Die Zeit ist halt da immer wieder. Was ist das jetzt für Geräusche? Sie verschwindet halt immer, die Zeit, ne? Ach, hier oben. Sam, gib mir das Technikerprofil. Alle zu mir! Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilft mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Was ist denn jetzt? Genau, oder was? Der Sturm wird schlimmer. Wenn wir ihm nicht entkommen, ist unsere Chance dahin. Los jetzt! Ach, scheiße. Moment mal. Der Bastard hätte mich beinahe erwischt. Teilen Sie es ihm doch heim! Eins ist leer. Vorsicht vor dem Kreuzfeuer von oben! Der Sturm hat gerade einen von Ihnen ausgeschaltet. Gott sei Dank, ja, verdammt! Endlich sind die Blitze mal auf unserer Seite. Das kann sich schnell ändern. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. Da haben wir durch, der Enne. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben. Bäm, was sagt er mal? Hier geht's richtig zur Sache, hey. Haben wir alle jetzt oder was? Meine Güte, kann man ein bisschen Munition nachladen? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Die Sprache entschlüsseln, ach du meine Güte. Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Moment mal. Puh. Ja, okay, halt du da und da und so. Was weiß ich. Wo geht halt noch einer da hier? So. Was weiß ich. Und ich gehe halt. Alles klar! Achtung! Da. Ich sehe Bewegung! Gut, haben wir alle. Haben wir alle. Ryder, gehen Sie nicht zu weit weg! Ryder, der Kampf findet hier statt! Ach Mensch, Leute, ja! Nur guck mal hin hier, ey! Kommen Sie zurück! Wir brauchen Sie! War doch gerade da. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Bin da. Die meinen es ernst. Halt. Also. 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur. Was geht denn hier, ey? Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Alter Verwalter.
Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung abgeschlossen. Gott sei Dank. Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Ich soll mir das ansehen, oder was? Ja, ich muss mir das ansehen. Leg dich richtig ins Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Mit wem? Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Okay. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Was machen wir hier denn? Okay. Was hat sie aktiviert oder ihr oder was? Oder wie oder wo? Unfassbar. Es funktioniert! Ja. Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es beweist, dass wir es schaffen können. Genau das brauchen die Leute. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Oh! Scheiße. Fuck. Wiederhole! Wir brauchen sofort eine Notextraktion! Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Was jetzt wie, wo, wann? Mysteriös. Ups. Sein Puls wird schwächer. Die Arche soll die Krankenstation bereit machen. Boah, das ist ja geil gemacht, ey. Sein Puls fällt ab. Wir verlieren ihn. Er hat einen Anfall. Die Verbindung ist zu viel für sein Gehirn. Zum Sam-Kern mit ihm. Ah,
Sam, wie ist der Status? Ryders Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Cool. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Was ist mit der anderen? Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Naja, 22 Sekunden Leute, geht mal. Kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir leid, Scott. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich kann ihn kaum. Wir standen uns nicht sonderlich nah. Eigentlich habe ich ihn kaum gekannt. Ich weiß, er konnte distanziert sein. Aber er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber. Sie sind der neue Pathfinder, Scott. Soll das ein Witz sein? Das kann nicht ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, sie kriegen das hin. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Was hat sich mein Vater nur gedacht? Nur wenn Cora einstanden ist, das lässt sich leicht sagen. Was hat sich mein Vater nur gedacht? Warum hat er das getan? Er hat offenbar an sie geglaubt. Und das sollten sie auch tun. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Pathfinder. Klingt wie... Bar-Therapeut. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Immer noch im Kummer. Was auch immer. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Privater Kanal? Warum hat er mich auserwählt? Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt. Aber er hat nie ohne Grund gehandelt. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Okay. Trophäe! Juhu, alles klar, schon Express End. Ich werde auch gleich Schluss machen. Danke fürs Reinschauen und tschüss, good night. Juhu, ade. Hm?
Süß, was ist denn das? Aliens. Die scannen meinen Vorder. Ja, das ist ein Ding. Ach, sie tun sie landen jetzt vielleicht. Ah, genau, guck. Geht nicht bei ihm. Macht zwar so einen Rückblick. Der ist wütend, glaube ich. Ist sau gut gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir echt sehr gut bis jetzt. So. Müssen wir mal wegen Speicher mal gucken hier. Ich glaube, wir können das gleich machen. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssen ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Boah, riesen Ding, ey. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Bestimmt fähig oder Falle oder irgend sowas. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Jo, jetzt haben wir endlich mal hier das Riesenraumschiff angedockt. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen und gute Nacht. Ihr könnt gern, wenn ihr es wollt, auf YouTube anschauen. Ich werde es bei Gelegenheit freischalten. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das alles okay. Jo, dann tun wir mal speichern. Es geht gerade gar nicht, aber wir hatten ja eben gespeichert, denke ich mal. Jo, dann bis zum nächsten Mal und tschüssi. Mm-mm.